Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Bundeskanzlerin, der bayerische Ministerpräsident und der erste Hamburger Bürgermeister werden Ihnen jetzt über die gerade zu Ende gegangene Videokonferenz berichten. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten heute wieder eine Videoschaltkonferenz mit den Teilen der Bundesregierung und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Das war uns seit Juni praktisch die nächste Konferenz und hat dazwischen lag die Sommerpause. Und ich darf sagen, dass wir seit Mitte März, seitdem die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, auch in Deutschland, Bund und Länder immer die Bekämpfung dieser Pandemie als eine Gesamtherausforderung verstanden haben. Das hat sich bewährt, trotz aller Interessen und regionalen Unterschiede. Und deshalb darf man alles in allem auch sagen, dass wir bislang gut durch diese Pandemie gekommen sind. Dennoch sehen wir, dass in den letzten Wochen die Infektionszahlen gestiegen sind. Es hat sich als besonders begünstigend für die Ausbreitung des Virus erwiesen, Gemeinschaftsunterbringungen, Veranstaltungen, Feiern und urlaubsbedingte Mobilität. Und wir nehmen diesen Anstieg in diesen Sommermonaten sehr ernst, und zwar insbesondere deshalb, weil wir jetzt ja eine sehr günstige Jahreszeit haben und hatten, aber in den nächsten Monaten natürlich damit zu rechnen ist, dass sehr viel mehr Veranstaltungen im Innern stattfinden müssen. Und wir wissen alle, dass niedrige Infektionszahlen die Voraussetzung dafür sind, dass wir das Infektionsgeschehen unter Kontrolle behalten, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird und damit auch die Situation der Wirtschaft so ist, dass die Wirtschaft arbeiten kann und die soziale Lage in Deutschland sich möglichst positiv entwickelt. Angesichts dieser gestiegenen Zahlen müssen wir jetzt also noch mal einen neuen Anlauf nehmen. Viele sagen natürlich, dass man sich wünscht, dass diese Pandemie nicht mehr da ist, weil es das anstrengend und belastend ist, sich immer wieder mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, es lohnt sich. Und deshalb haben wir uns dieser Herausforderung heute auch gestellt. Wir wollen unser Gesundheitssystem in der Pandemie stark halten, weil das jedem Einzelnen nutzt, aber eben auch der Wirtschaft und auch dem öffentlichen Leben. Und deshalb haben wir uns mit den verschiedenen Aspekten auseinandergesetzt, wie wir das Infektionsgeschehen unter Kontrolle halten können und möglichst wieder zu niedrigeren Zahlen zurückkehren können von täglichen Infektionen. Dazu gehören die allgemeinen Regeln von Rücksicht, Umsicht und Vorsicht. Das heißt, wir haben erst einmal festgestellt, dass größere Öffnungsschritte vorerst nicht zu rechtfertigen sind als zusätzliche Öffnungsschritte. Dabei bleiben natürlich immer auch die Möglichkeiten regionaler Anpassungen. Dass es dabei bleibt, den Abstand einzuhalten und wo notwendig, wo das nicht möglich ist, den Abstand einzuhalten und in bestimmten öffentlichen Bereichen Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wir haben uns heute darauf verständigt, mit Ausnahme eines Bundeslandes, Sachsen-Anhalt, aber 15 Bundesländer haben sich darauf verständigt, ein Mindestbußgeld von 50 Euro festzulegen. Und wir haben noch mal lange darüber gesprochen, über die Erhebung solcher Bußgelder im Regional- und Fernverkehr. Und haben die Verkehrsminister von Bund und Ländern gebeten, zu prüfen, wie für alle Verkehrsträger im Regional- und Fernverkehr die Voraussetzungen dafür geschaffen werden können, dass nicht ein Bußgeld, sondern ein wie ein Bußgeld wirkendes erhöhtes Beförderungsentgelt eingeführt werden kann. Der Unterschied ist, dass dies dann auch von den Beschäftigten in der Bahn direkt erhoben werden könnte. Wir haben uns sehr ausführlich mit dem Test-, Quarantäne- und Nachverfolgungsregime für Reiserückkehrer beschäftigt. Es hat sich herausgestellt, dass zu wenig bekannt ist, dass Reisende aus Risikogebieten bereits seit Monaten laut Verordnung sich bei der Rückkehr in Quarantäne zu begeben haben. Und wir haben jetzt ja erlebt, dass es eine Vielzahl von positiven Testungen bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten gab. Deshalb ist da natürlich ein zielgerichtetes Testen notwendig. Wir haben auf der anderen Seite gesehen, dass die Reiserückkehrer, die nicht aus Risikogebieten kommen, mit einer ganz, ganz geringen Zahl an Infektionen versehen sind. Und deshalb endet die Möglichkeit zur kostenlosen Testung für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten am 15. September, weil das nicht ein zielgerichtetes Testen ist.
Wir haben uns dann sehr intensiv mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten befasst und haben festgelegt, dass eben das weiter gilt, was auch heute schon gilt, nämlich dass man sich in Quarantäne zu begeben hat. Das wird, da werden wir auch nochmal durch geeignete Informationen das sehr viel stärker aufklären. Und Bund und Länder appellieren mit Nachdruck an alle Reiserückkehrer, die Quarantänepflichten einzuhalten und damit ja auch ihrer Verantwortung gegenüber Mitbürgerinnen und Mitbürgern gerecht zu werden. Wir haben heute festgelegt, und das ist neu, dass wir dazu aufrufen, dass wo immer das möglich ist, auf Reisen in ausgewiesene Risikogebiete zu verzichten ist. Und wir werden kurzfristig eine Rechtsänderung anstreben, mit dem Ziel, dass bundeseinheitlich eine Entschädigung für den Einkommensausfall dann nicht gewährt wird, wenn eine Quarantäne aufgrund einer vermeidbaren Reise in ein bei Reiseantritt schon ausgewiesenes Risikogebiet angetreten wird. Das sagen wir deshalb bei Reiseantritt schon ausgewiesen, weil manche Urlauber jetzt ja erlebt haben, dass während ihrer Reise Spanien zum Beispiel zum Risikogebiet erklärt werden kann. Das kann dann niemand dafür gerade stehen. Wer aber eine vermeidbare Reise in ein schon vor Reiseantritt feststehendes Risikogebiet antritt, da wollen wir die rechtliche Regelung so treffen, das ist heute im Infektionsschutzgesetz nicht angelegt, aber da wollen wir die Regelung so treffen, dass dafür kein Kompensation mehr des Verdienstausfalls möglich sein wird. Wer gegen seine Pflichten verstößt im Zusammenhang mit den Quarantänenotwendigkeiten, für den werden empfindliche, also deutliche Bußgelder verhängt. Ein Problem bei den Reiserückkehrern sind die Aussteigekarten, die oft nicht vollständig ausgefüllt sind. Und deshalb wird es hier eine Digitalisierung der elektronischen Einreiseanmeldung geben. Der Bund arbeitet mit Hochdruck daran, vorrangig das Bundesinnenministerium. Das soll dann auch eine schnelle Übermittlung an die öffentlichen Gesundheitsämter vor Ort möglich machen. Und die müssen dann natürlich den Dingen nachgehen. Das ist eine große zusätzliche Aufgabe und deshalb muss auch das Reisen in Risikogebiete eingeschränkt werden. Wir haben ja, wie Sie wissen, vor einigen Wochen die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten eingeführt. Es hat hier eine große Anstrengung gegeben und es hat sich gezeigt, dass an den Teststationen, sowohl an den Flughäfen, aber auch an den Autobahnen, ein großer Teil also ein überproportionaler Teil von Zurückkehrenden positiv getestet wurde. Und das zeigt, dass hier doch eine besondere Vorsicht geboten ist. Zum Teil 2%, wird uns gesagt, von Einreisenden waren positiv infiziert. Und deshalb werden wir dieses Vorgehen auch aufrechterhalten, jetzt in den nächsten Wochen. Aber das Ganze hat den Nachteil, dass die Ansteckungen in den letzten Tagen des Urlaubs von diesen Tests natürlich nicht erfasst werden. Wer sich 3 oder 4 Tage vor seiner Rückreise nach Deutschland angesteckt hat, der kann durch einen solchen Test nicht erfasst werden. Das heißt, wenn wir die digitalen Einreisekarten haben, wenn wir besser die Quarantäne überwachen können, dann werden auch Rückkehrer aus Risikogebieten sich ab 1. Oktober oder etwa ab 1. Oktober dann möglichst ab 1. Oktober haben wir geschrieben, werden wir dann diese Reisenden auffordern, sich in Selbstisolation, also Quarantäne, zu begeben. Und diese Quarantäne von 14 Tagen kann nur aufgelöst werden, wenn ab dem 5. Tag ein Test gemacht wird, der dann negativ ist. Also für den nächsten Monat September bleibt alles, wie es ist. Wir arbeiten daran, dass Quarantäne besser durchgesetzt werden kann und dass die Einreisekarten digitalisiert werden. Und dann werden wir zu einem modifizierten Regime übergehen, bei dem dann der Test ab dem 5. Tag durchgeführt wird. Wir werden uns um möglichst breite Testkapazitäten bemühen, denn wir haben ja nicht nur Reisende zu testen, sondern das Testregime, die Teststrategie konzentriert sich natürlich auf symptomatische Verdachtsfälle, dann aber eben auch auf Altenheime, auf Menschen mit Behinderung, Pflegeheime, Krankenhäuser. Und hinzu kommt wegen der hohen Priorität auch die Konzentration auf Schulen, auf Lehrer, auf Kitas. Wir wollen das Robert-Koch-Institut noch einmal bitten, dass man die Dauer der Quarantäne sich noch einmal anschaut, ob hier Verkürzungen möglich sind. Das muss aber natürlich fachlich gewährleistet sein.
Und wir haben darüber gesprochen, dass wir am 8. September eine große Konferenz durchführen werden mit allen Bereichen des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Der Bund gibt 4 Milliarden zur Verstärkung der Arbeit des Gesundheitsdienstes. Lassen Sie mich auch danken den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt wirklich viel zu tun hatten, auch in den Sommermonaten. Und wir können ja auch nicht sagen, dass das wirklich besser wird. Zum Schulbetrieb können wir sagen, dass sehr viel gearbeitet wurde, um Präsenzunterricht möglich zu machen. Wir wollen, und so haben wir es auch festgelegt, dass für die breite Akzeptanz der Hygienevorschriften im Schulbetrieb sicherstellen, dass diese bundesweit nach in der Kultusministerkonferenz vereinbarten vergleichbaren Maßstäben erfolgen, die Hygienekonzepte in den Schulen. Da ist schon viel erreicht und daran wird auch weiter gearbeitet. Und wir haben noch mal darüber informiert, dass wir jetzt zusätzlich 5 Tage pro Kind den Eltern, jedem Elternteil weiter in diesem Jahr Freistellungen ermöglichen von der Arbeit, entgeltliche, also entgeltbezahlte Freistellung, weil wir doch sehen, dass die Unsicherheit, wenn ein Kind Schnupfen hat, wenn getestet werden muss, für die Eltern ganz außerordentlich ist. Ausbau der digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, das hatten wir im Koalitionsausschuss beschlossen. Wir haben dann die Vereinbarung von Juni, dass keine Großveranstaltungen stattfinden können, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist, dass dieses Nicht-Stattfinden wurde jetzt von Ende Oktober noch einmal verlängert bis Ende Dezember. Es wird eine Arbeitsgruppe der Länder auf der Ebene der Chefs und Staatskanzleien geben, die sich dann auch mit bundesweiten Sportveranstaltungen bis Ende Oktober beschäftigt, um dann Vorschläge zu machen, wie man das tun kann. Wir weisen noch mal hin, weil der zweite große Bereich, in dem sehr viele Infektionen auftreten, die privaten Familien und Feiern im Freundeskreis sind, dass hier große Achtsamkeit zu leisten ist, dass man sich schauen muss, in welchem Umfang das notwendig ist und dass vor allen Dingen in geschlossenen Räumen auf eine wirkliche gute Durchlüftung zu sorgen ist. Wir haben dann die Maßnahmen des Koalitionsausschusses zur Stützung der Wirtschaft noch einmal hier erwähnt. Alles in allem also eine breite Palette, die sich ausrichtet auf unsere neuen Erkenntnisse aus dem Sommer. Es ist viel Urlaub, viel Mobilität, vieles möglich gewesen, aber wir sehen auch, wo wir wachsam sein müssen. Und das sind eben die Risikogebiete, das sind die privaten Feiern und deshalb an dieser Stelle ein besonderer Fokus auch unserer Beschlussfassung. Ich bedanke mich bei allen, die mitgewirkt haben. Das waren ja mehr als hier am Tisch sitzen. Ja, Herr Ministerpräsident. Ja, Frau Bundeskanzlerin, das war eine sehr, sehr intensive Diskussion heute. Da gab es auch einige Unterschiede. Es gab auch unterschiedliche Auffassungen. Am Ende bin ich doch sehr dankbar und froh, dass wir einen einheitlichen Pfad haben, den wir weiter gemeinsam beschreiten. Denn man darf Corona nicht unterschätzen, auch wenn es regional unterschiedliche Infektionszahlen gibt. Corona ist wieder voll da in Deutschland. Und deswegen müssen wir uns dieser Herausforderung stellen. Im Grunde genommen ist das Problem, wir haben ja alle vor der Situation des Urlaubs gewarnt oder Sorgen gehabt und es bestätigt sich, dass der Urlaub ein Risiko ist und war und dass insbesondere viele Familienheimkehrer davon besonders betroffen waren. Also die steigenden Infektionszahlen, in Bayern kann ich das sagen, aber ich höre es auch von anderen Kollegen in anderen Ländern, hängen sehr stark mit diesem Phänomen zusammen, Urlaub und Familienheimkehrer und dem wachsenden Leichtsinn und der Unvernunft durch verschiedene Partys. So. Das Problem ist, es ist zu früh zu hoch, die Zahlen. Sie sind für die Tatsache, dass wir vor einem Winter stehen, der nicht kalkulierbar ist, jedenfalls aus jetziger Sicht, bei dem wir nicht wissen, wie wirkt sich dann Grippe und andere Erkrankungen aus, sind die Zahlen zu früh zu hoch. Also muss unser Ziel sein, die Zahlen wieder runterzubringen auf der einen Seite und gleichzeitig keinen zweiten Lockdown zu haben. Das heißt, gezielt zu reagieren, keinen generellen zweiten Lockdown zu haben und zu gewährleisten, dass Wirtschaft, aber vor allem auch Schule und Kita funktioniert. Das sind sozusagen die Oberbegriffe, mit denen wir uns beschäftigt haben. Daraus folgt dann auch die Konsequenz der Entscheidung heute in all die Details. Nämlich nicht zuzuschauen, sondern Weichen zu stellen. Nicht die Zeit zu haben für weitere grundlegende Öffnungen und Lockerungen. Und dann umgekehrt regional angepasst auch zu reagieren. Das, was, glaube ich, über allem auch steht, ist, dort, wo die Infektionszahlen wachsen, und zwar schnell wachsen, muss man schneller reagieren.
Je höher sie sind, desto mehr muss passieren und je konsequenter. Das ist letztlich das Instrumentarium, bei dem, glaube ich, auch jeder mitgehen kann, so unterschiedlich er auch in seinem Land die jeweilige Situation sieht. Drum ist es erstens positiv bei der konsequenten Anwendung, dass es mal gelungen ist, bis auf Sachsen-Anhalt bei der Maske eine Untergrenze fürs Bußgeld zu machen. Das heißt, alle, die mehr haben, behalten es, aber immerhin mal eine Untergrenze und die Vereinbarung des bei den überregionalen Verkehrsachsen, also bei der Bahn, auch umzusetzen. Dies ist sehr wichtig, denn die Maske ist das Einzige, was wir im Grunde genommen haben, wenn wir ganz ehrlich sind, derzeit, um Corona in irgendeiner Form zu bekämpfen. Es gibt nach wie vor keinen Impfstoff, einige Erfolge bei Medikamenten, aber im Wesentlichen geht es darum. Das Argument, dass es bislang nicht in die Krankenhäuser umschlägt, das erfüllt uns mit Hoffnung, aber ist wohl auch der Tatsache geschuldet, dass vor allem sehr viele junge Menschen betroffen sind und es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich das wieder in andere Bereiche auswirken kann. Klar ist, Maskenpflicht haben wir heute nicht intensiver besprochen, aber klar ist, je höher die Infektionen sind, desto eher muss man sie ausweiten. Übrigens ist das immer noch das mildeste Mittel, mit Abstand das mildeste Mittel im Vergleich zu Lockdowns. Wir haben uns bei den Veranstaltungen heute lang unterhalten. Ich glaube, das ist auch ein guter Kompromiss. Bis 31.12. Großveranstaltungen nicht. Erlaubnis nur, wenn etwas geht, das ist regional, wird es unterschiedlich gesehen, hängt aber neben Hygienemaßnahmen schlicht und einfach vom Infektionsgeschehen ab. Wenn ein Infektionsgeschehen wächst, ist es nicht sehr vertretbar, irgendeine Form von weiteren Veranstaltungen zuzulassen. Deswegen ist es auch beim Fußball nicht sinnvoll, jetzt im September mit Zuschauern zu starten. Die Liga hat ein wirklich gutes Hygienekonzept gemacht und ich persönlich bin überzeugt, dass einige sehr große Vereine da vieles umsetzen können. Aber es ist in einer steigenden Infektionszahl ein falsches Signal, weil der Fußball auch eine Auswirkung hat auf Kultur und andere Veranstaltungen, wenn wir jetzt sagen würden, wir geben alles frei. Deswegen eben bis zum, wie die Bundeskanzlerin sagte, bis 31.10. eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie, unter welchen Umständen dann danach die Perspektive möglich ist. Aber ganz klar, jetzt passt es nicht. Wir müssen schauen, dass Schule, Kita und der Wirtschaftsbetrieb läuft. Dann erst, das ist die Priorität, kommen andere Bereiche dazu. Was uns wirklich große Sorge macht, ist neben dem Thema Urlaub und Familienheimkehrer. Da besteht immer die Hoffnung, dass nach dem Ende der Ferien auch dadurch, dass man viel testet, auch viel erkennt, dass wieder sich etwas nach unten entwickeln kann, ist aber das Thema nochmal Partys insbesondere. Wir haben jetzt sehr viele Kommunen, die regieren, wie ich finde, sehr gut. Bei uns in Bayern, zum Beispiel Stadt München, hat für bestimmte Partybereiche ein nächtliches Alkoholverbot gemacht, was, glaube ich, sehr hilft, was schmerzhaft ist, weil es eigentlich nicht unserer liberalen Lebensphilosophie entspricht, aber kann helfen. Da, glaube ich, regieren die Kommunen schon sehr, sehr gut und vorbildlich. Wir haben uns noch mit dem Thema Familienfeiern und auch Privatfeiern beschäftigt. Wir haben jetzt da keine abschließende Regelung für alle getroffen, aber alle sind sich bewusst, dass das ein Thema ist und dass deswegen unbedingt darauf geachtet werden muss, in den jeweiligen Regionen darauf hinzuweisen, im appellativen Charakter, aber auch darüber hinaus zu überlegen, beispielsweise, dass dann auch aufgezeichnet wird, wer ist da, um eine Nachverfolgung zu machen. Letzter Punkt aus meiner Sicht mit den Tests. Da hatten wir die letzten Tage, jetzt würde ich einmal sagen, eine relativ große Bandbreite an Überzeugungen, was der richtige Weg ist. Auch so finde ich gut, dass wir uns jetzt nochmal auf eine einheitliche Strategie verständigt haben, weil da ja auch für die Menschen große Unsicherheit ist. Aus meiner Überzeugung nach war die bisherige Teststrategie richtig. Ich darf das ausdrücklich sagen, auch mit der Festlegung auf die verpflichtenden Tests. Ich kann das nur für den Freistaat Bayern sagen, trotz einiger Pannen, wenn man sieht, wie viele positive Tests gefunden wurden, jeden Tag mit einer erhöhten Positivrate gegenüber dem normalen Testverfahren an den Gesundheitsämtern oder bei den Ärzten, zeigt sich, dass da eben eine sehr hohe Zahl an Infektionen da ist. Und wahrscheinlich die Dunkelziffer noch höher ist, denn an den Flughäfen war es ja klar, dass die Verpflichtung gut kontrollierbar ist. Schwieriger ist es beim Auto. Und gerade die Länder, die heute eine relativ hohe Infektionsrate haben, uns da auch ein Stück weit, wir alle betroffen sind, da ist der überwiegende Teil der Menschen, kommt mit dem Auto zurück. So. Deswegen glaube ich, war das richtig. Und wir halten auch daran fest, wir haben jetzt ja heute einige Regelungen getroffen. Ab 1. Oktober soll das in einer anderen Form sein, wobei ich das für jetzt den Freistaat Bayern sagen kann. Wir halten auch auf jeden Fall bis dahin an allem fest, was wir machen, auch mit den kostenlosen Tests. Wir glauben, dass das ein wichtiges Serviceangebot des Staates ist, auch kostenlose Tests für die Bürger zu machen, aus Risikogebieten, aber eben auch aus Nicht-Risikogebieten. Was wichtig ist, die Umstellung ab dem 1. Oktober
die hat auch Hamburg sehr stark und auch mit schon überzeugenden Argumenten, wenn ich das einfach so anders, wirklich auch dargestellt nochmal. Es hängt halt sehr davon ab, ob es uns gelingt, Folgendes zu erreichen. Dass Quarantäne durchgesetzt wird und die Aussteigerkarten digitalisiert sind. Das Bundesinnenministerium, das Bundesgesundheitsministerium haben heute nochmal gesagt, dass sie daran arbeiten. Wir hoffen sehr, dass das dann bis Ende September alles klappt. Bisherige Erfahrungen mit digitalen Umsteigerkonzepten lassen zumindest erahnen, dass das eine ehrgeizige Sache werden wird. Denn bislang ist das mit den Aussteigekarten kein Erfolgsmodell, muss man ehrlicherweise sagen, wird schlecht geschrieben, falsche Nummern, ähnliches mehr. Und die Durchsetzung der Quarantäne, die die Kommunen ja machen müssten, beziehungsweise auch die Länder, ist mit bisherigem Personal zumindest nicht einfach zu machen. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir am Schluss keine Tests haben und trotzdem keiner in Quarantäne geht und das Ganze angeht. Trotzdem, das werden wir nochmal evaluieren, glaube ich, ist der heutige Schritt ein wichtiger Pfad, wo es mehr Klarheit und Sicherheit gibt. Und der Hinweis, in Risikogebiete nicht zu reisen, und dann auch entsprechende Konsequenzen daraus zu ziehen. Wenn man nicht geschäftlich muss oder es gibt eine ganz private Sache im Sinne von Familienbetroffenheiten, beispielsweise Tod eines Familienangehörigen, ist ja was anderes, ist schon einmal ein wichtiges Signal, weil eins hat mich ehrlich gesagt schon sehr überrascht. Ich meine jetzt nicht bei den relativ spontanen Ausweisungen von Risikogebieten. Bei Spanien war es ja ein relativ überraschend, also über Nacht kam das ja, was viele Urlauber ehrlich gesagt schon ganz schön überrascht hat. Hat auch ziemlich viele Probleme ausgelöst, aber war verständlich. Aber wir müssen schon schauen, dass mich dann, wenn vorher lange angekündigt wird, etwas ist ein Risikogebiet und Leute fahren in Urlaub hin, dann ist ein Stück weit Eigenverantwortung auch da. Eigenverantwortung heißt nämlich nicht, wenn der Staat seine Verantwortung dem Bürger zurückgibt, dass es kein Problem gäbe, sondern die muss er auch erfüllen. Trotzdem ist es unsere Kernaufgabe, die Vernünftigen vor den Unvernünftigen zu schützen. Mit dem jetzigen Instrumentarium, das wir haben, glaube ich, ist es gut lösbar, deswegen nochmal danke. Aber eines ist klar, wir werden in den Ländern, das ist ja heute schon bei dem einen oder anderen Thema angekündigt worden, noch unterschiedliche Akzente haben. Das hat mit Infektionsgeschehen zusammen. Aber was trotzdem wichtig ist, der Geist heute wieder, die gemeinsame Philosophie, die war spürbar und die spiegelt sich auch in einem sehr ausführlichen Text wieder. Da nochmal herzlichen Dank auch für die Zusammenarbeit. Herr Erster Bürgermeister. Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Damen und Herren, das war heute eine sehr wichtige Beratung, dass wir nach vielen Wochen über die Sommerzeit jetzt noch einmal eine einheitliche Sicht hergestellt haben auf die Corona-Lage in Deutschland. Wir sind uns alle sehr einig, dass wir zwar noch in einer stabilen Lage sind, aber dass wir sehr schwierige Monate vor uns haben, auf die wir uns möglichst gut und einheitlich auch vorbereiten müssen. Deswegen ist es gelungen, heute zu sagen, wir brauchen ein einheitliches Mindestbußgeld in Deutschland. Wir brauchen einheitliche Maßstäbe für das Vorgehen in Schulen. Wir haben eine gemeinsame Sicht auf die Problematik der privaten Feiern entwickelt. Und wir wissen, dass wir auch im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr möglichst einheitlich in Deutschland auf die Einhaltung der Maskenpflicht achten werden. Ich bin sehr froh, dass es auch gelungen ist, über die Teststrategie im Hinblick auf Reiserückkehrer wirklich eine einheitliche Sicht herzustellen. Denn wir wissen alle, jede früh erkannte Infektion ist ein Gewinn. Jede nicht erkannte Infektion ist ein Problem und jede infizierte Person, die ein negatives Testergebnis bekommt, ist richtiggehend eine Gefahr. Denn das sind Personen, die dann mit trügerischer Sicherheit problematische Infektionsketten auslösen können. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns vereinbart haben, bis möglichst Anfang Oktober, es kommt dann ja die neue Reisezeit, die Herbstferien, dass wir eine neue rationale Teststrategie entwickeln und umsetzen, bei der es sehr darauf ankommt, dass einige Tage Quarantäne eingehalten werden, um dann mit Sicherheit auszuschließen, dass eine Infektion stattgefunden hat oder eben auch eine Infektion zu bestätigen, die dann zu einer längeren Quarantäne führen wird. Insofern eine sehr wichtige Beratung, sehr gute Ergebnisse. Es ist uns gelungen, an vielen Punkten einheitliche Sichtweisen oder einheitliche Regelungen herzustellen. Und deswegen freue ich mich sehr. Und ich glaube, es war wichtig, dass wir das heute hinbekommen haben. Dann sind wir bei Ihren Fragen. Die erste kommt von Herrn Blank von dpa.
Frau Bundeskanzlerin, Sie wollten bei der Sitzung heute ein Signal der einheitlichen Maßstäbe setzen. Nun haben Sie gerade bei Familienfeiern, die durchaus problematisch sein können, und Festen keine konkreten Zahlen durchsetzen können. Ist das ein großes Problem? Wäre es nicht gerade da wichtig gewesen, das durchzusetzen? Und Herr Ministerpräsident Söder, die Arbeitsgruppe zum Fußball und anderen Sportarten mit Zuschauern bis Ende Oktober, ein Ergebnis, rechnen Sie damit, dass noch in diesem Jahr Spiele, wo auch immer, mit mehreren tausend Zuschauern möglich sind, noch in diesem Jahr? Also ich glaube, dass es wichtig war, dass wir erstmal den Fokus Familienfeiern nochmal gesetzt haben, dass da eine Sensibilität da ist. Ich glaube auch, dass wir uns in den nächsten Wochen damit weiter werden beschäftigen müssen. Wenn wir nicht mehr so viele Rückkehrer aus Risikogebieten haben, kann es sein, dass hier gerade in dem familiären Umfeld doch auch Gefahren lauern, dass von dort sehr viele Infektionen ausgehen. Und deshalb haben wir uns heute nur auf diese einheitlichen Maßstäbe einigen können, weil die Länder sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, die man am heutigen Tag nicht zusammenbringen konnte. Ich denke aber auch, dass wir an dem Thema weiter dranbleiben werden in den Wintermonaten. Jetzt ist ja vieles im Freien, das ist nicht so dramatisch, aber ich glaube, wenn es sich dann mehr in sehr enge Wohnräume verlagert, dann kann es sein, dass man darauf zurückkommt. Ich wünsche es mir natürlich nicht, aber es ist heute mit den geltenden Regelungen, die sind zu weit aufgefächert, als dass man das zusammenbringen konnte. Bei Fußball, nehmen wir mal Fußball insbesondere, weil es ja draußen ist, da gibt es schon eine Perspektive, dass allerdings nicht so, wie man sich vorstellt, wieder die Stadien alle voll werden, aber da kann es schon Möglichkeiten geben, dass eine kleine und schrittweise Möglichkeit dann vereinbart werden kann. Also das könnte noch vor Weihnachten der Fall sein, aber das hängt echt alles davon ab, wie das Infektionsgeschehen ist. Das gilt wie für viele Dinge. Wir haben jetzt heute nicht explizit über Karneval gesprochen oder Weihnachtsmärkte zum Beispiel. Es gibt da einzelne Städte, wie ich jetzt gelesen habe, Köln, die sagen Weihnachtsmärkte ab. Soweit sind wir, haben uns heute auch auf keinen Fall verständigt, weil wir auch sagen, es hängt auch ein bisschen von den Konzepten ab, die vor Ort gemacht werden. Da gibt es ja auch verschiedene Ideen, wie man so etwas dann auch machen kann und hängt dann auch vom lokalen Infektionsgeschehen ab. Also ein sehr gutes Hygienekonzept bei sehr niedrigen Infektionszahlen in einem Landkreis, da gibt es ja einige, erleichtern das. Im Moment ist aber halt gerade in den Großstädten, da wächst es am stärksten. Insofern wird man sehen, wie das da sich weiterentwickelt. Ja, da muss man ein Stück auf Sicht auch vielleicht fahren. Vielleicht noch eine Ergänzung, Herr Blank. Wir haben bei den Familienfeiern auch noch gesagt, in Abhängigkeit vom regionalen Infektionsgeschehen können dann auch für private Feiern oder sind für private Feiern Beschränkungen zu erlassen. Das haben alle auch so gesehen. Und zum Beispiel durch die Absenkung der Höchstteilnehmerzahl. Also das ist schon eine Gemeinsamkeit, dass wenn das Infektionsgeschehen explodiert in regional, dass man dann genau auch bei dieser Besucherzahl oder Teilnehmerzahl ansetzen muss. Herr Delfs, Bloomberg. Ja, eine Frage an die Frau Bundeskanzlerin. Sie hatten ja kürzlich nach dem Treffen mit dem französischen Präsidenten gesagt, dass es auch Ihr Ziel wäre, auf der europäischen Ebene so eine einheitlichere Regelung und Maßnahmen hinzukriegen. Jetzt nach der heutigen Erfahrung auf Bundesebene, sind Sie da optimistischer oder pessimistischer geworden, dass Sie so eine einheitliche Regelung in Europa hinkriegen? Heute war es ja offenbar nicht so einfach. Und dann noch eine Frage an Herrn Söder. Herr Söder, Sie haben ja jetzt immer wieder die Kanzlerin hier beobachten können bei den Verhandlungen und vielleicht auch mitgekriegt, dass es manchmal gar nicht